Hier schiebt keiner eine ruhige Kugel. Beim Bowling muss jeder Wurf sitzen. Das Ziel ist für Andreas Lamberts klar. Mehr Punkte zu werfen, dass man dann gewinnt. Und dann, dass man diese Medaille bekommt und die Karte da. Für Bowling-Landeskoordinator Dietmar Thübow-Will hat der Sport klare Vorteile zu bieten. Am Bowling begeistert mich, dass die Sportler ihre Ergebnisse sofort mitbekommen und die auch direkt wieder verwerten können und wissen, war ich jetzt gut, war ich schlecht. Geht ziemlich schnell beim Bowling. Entsprechend wichtig ist den Athleten auch ihr Erfolg. Dass ich halt dann gerade eben alle 10 Kegel umgeworfen. Ja, und dann am Endstand habe ich dann 104 Punkte erreicht. Ja. Auch Konkurrentin Michael Flechner muss sich nicht zusätzlich motivieren. Es gibt eigentlich nicht so. Ich denke mir, ich muss da durch und ich muss gewinnen. Diese Verbindung von sportlichem Ehrgeiz und Spaß fasziniert sofort. Ich mache das im Ehrenamt und es ist jetzt 11 Jahre her, dass ich mich infiziert habe bei Special Olympics. Und wer sich einmal infiziert, der kommt dann nicht mehr weg. Diese Freude, dieses... Also es ist ein ganz tolles Gefühl, mit den Sportlern zusammen zu sein, weil die geben einem sehr, sehr viel. Und man fährt eigentlich von der Veranstaltung kaputt nach Hause, aber die stärken einen, dass man sehr viel Kraft auch wieder mitnimmt. Und das Tolle am Bowling? Auch hier können Menschen mit und ohne Behinderung wunderbar gemeinsam spielen. Wir sind leider jetzt nicht inklusiv unterwegs, aber wir haben auch Turniere, wo wir inklusiv spielen. Und ich hoffe, dass es in Zukunft immer mehr Sportler mit ihren inklusiven Partnern bei uns beim Bowling geben wird. Informationen zu diesen sogenannten Unified Sports Teams finden Sie unter specialolympics.de.